So, da bin ich wieder. Hallo Leute, hier ist wieder euer Gartolk. Willkommen zurück zu Let's Play of Orcs and Men. Und wir haben mit dem letzten zu reden. Das ist der hier. Aber zuerst will ich mal mit Fuchs reden. Immerhin hat die uns Na, da braucht ihr hingebracht. mich? Ja, weißt du, brauchen. Das fragen die auch immer. Wettkampf. Ich schlug Lanzenkopf. Bist du der Nächste? Pass auf, Arkay. Denke nicht, dass es einfach wird, weil ich ein Mädchen bin. Es gibt Gründe, weshalb ich nach Lanzenkopf dran bin. Dass du ein Mädchen bist, ist mir egal, Fuchs. Unsere Frauen wissen, wie man kämpft. Du bist aber ein Mensch. Wir werden sehen. Ich meine, wir haben die doch schon mal gegen die gekämpft. Aber gut, dann hau ich sie halt nochmal um. Tothauen. So. Weil daran erinnere ich mich noch irgendwie so ein bisschen. Das auch machen was, ne? Frau. So, mal ein bisschen Wut freigeben und ein bisschen regenerieren dabei. Und betäuben. Und auch nicht. So, auf. Hörst du auf. Kriegst voll auf die Fresse von mir. Das werde ich wahrscheinlich nicht anwenden dürfen. Und Täuschung. Dunk. So, und wieder ein bisschen heilen danach. Dunk. Oh. Bevor ich durchdrehe. Regenerieren hier. Wie es aussieht. Schutz gegen Betäubung. Okay. Au. Geh endlich drauf! Haben wir es jetzt? Danke! Netter Versuch, aber nicht ausreichend. Lass Monkey ran. Er ist dran. Ja. Du schuldest mir einen Preis. Ganz ruhig. Ich weiß, dass es dir darum ging. Nimm diese Rüstung. Kann sie nicht gebrauchen. Ist mir zu groß. Das ergibt Sinn. Aber wie gesagt, ich bin echt der Meinung, es ist keine Rüstung, es ist ein Handschuh. Aber gut. Trotzdem, ich bin echt der Meinung, dass wir das schon mal gemacht haben. Aber gut. Aha. Meinetwegen. Du. Hallo. Der Hundemeister ist tot. Du hast mich meiner Rache beraubt. Lass uns das jetzt klären. Nur wir beide. So werden wir die Tradition der schwarzen Hand respektieren. Ja. Schlage zuerst Monkey. Eine Art, sie mit ihrer Tradition glücklich zu machen. Ich warte. Okay. Ich will eigentlich jetzt noch nicht, weil Fuchs war schon relativ stark. Ich will erstmal noch leveln. Was machst du eigentlich? Also, gehen wir? Ich weiß nicht wohin, aber. Noch nicht. Hab vorher noch was zu erledigen. Gut. Du. Sieht so aus, als hättest du den Hundemeister fertig gemacht. Wurde auch Zeit, dass ihn sich jemand vorknöpft. Es geht aufs Haus, wenn wir uns um deine alte Rüstung kümmern sollen. Handeln. Ich habe ein bisschen was zu verkaufen, denke ich. Oh, ich habe auch eine neue Axt, sehe ich gerade.
Nee. Doch? Nee. Achso, nee, das ist nicht meine. Das Ding kannst du haben. Die Handschuhe sind auch scheiße. Was haben wir hier? Stärke, Ausdauer. Das Emblem. Sticks, kann dir die Fiole verkaufen noch? Gut. Ansonsten nichts dabei, was mich interessiert. Na? Dann verbessern. Davon nicht. Styx kann auch die Handschuhe verbessern. Gut. Sonst noch was? Okay. Ich kann auch manuell speichern hier. Genau. Speichern wir mal einfach. Und einfach mal mit Monkey prügeln. Hallo Monkey! Es sei denn natürlich, der sagt nö. Hi Kumpel. Hi. Mitkampf. Ich will gegen dich kämpfen, Monkey. Ganz nach Tradition der Schwarzen Hand. Du hast Fuchs geschlagen. Jetzt komme ich und zeige dir, was der Anführer der Schwarzen Hand kann. Zeig's mir. So. Jetzt gibt's auf die Fresse. Bisschen weg. Träum. Sehr gut. Bam. Bam. Komm, den holen wir gleich nochmal raus. Bam. Bam. Bam! So, das mit der Wut ist so ein bisschen problematisch bei unserem Großen hier. Stell ich fest. Es wird betäubt! Betäub ihn endlich! Alter! Ah, geil. Bitte. Danke. So. Und jetzt Wut abbauen. So. Und Monkey kriegt schneller. Hör auf zu blocken. Und den Dicken. Danke. Der war leichter als Fuchs. Ehrlich gesagt, du warst nicht schlecht und ich hatte keine Chance. Nimm diesen Talisman. Du brauchst ihn, wenn du dich dem Letzten stellst. Er ist das Letzte, nicht der Letzte. So, was kann das Ding denn? Schaden plus 8. Okay. So, dann verprügeln wir noch den letzten. Mal gucken, ob das hinhaut. Da möchte ich aber auch nochmal Feuer speichern, weil ich eine Pussy bin. So. Haha! Hallo! Endlich! Keine Sorge. Werde dich schonen. Das ist wirklich ziemlich beleidigend. Gib alles, was du hast. Genau. Hau mir die Fresse ein, los! Hau sie mir ein, ins Gesicht rein! Okay. Gut. Träumen? Wir haben uns gegenseitig versucht, in die Fresse zu hauen. So.
So, hin und zurück. So, und er kriegt einen mächtigen Angriff ab. Und danach eine Täuschung. Ja, der. Aua. Danke. Na, so schwer war der jetzt nicht. Arkay, ich wäre geehrt, dich von nun an Bruder zu nennen. Dein Sieg bringt mir große Erleichterung. Seit langer Zeit suche ich einen Erben für die Geheimnisse meines Stammes. Oh. Ich bin der Letzte. Gehe ich, wird die türkise Dämmerung nur Erinnerung sein. Akzeptierst du das Geschenk und bist du bereit, alles zu geben, den Stamm am Leben zu halten? Ich akzeptiere die Gabe. An dich, Arkay, Sohn von Malok und Issia, übertrage ich das Zeichen der türkisen Dämmerung. Ich schenke dir die Erinnerung der Brüder und Schwestern des Stammes. Mögen ihre Geister immer eine Stimme in deinen Taten und Worten finden. Trage dieses Zeichen wie ein Schild. Möge es dich vor deinen Feinden schützen und das Flüstern von Mutter Erde tief in deine Seele tragen. Ich werde alles tun, um es zu würdigen. Ausdauerpunkt, Geist und ein Geistpunkt. Was ist das? Inventar. Hilf mir. Ausdauer und Geist. Oh. Oh, danke. Das finde ich nett. Aber hat mir kein Item gegeben. Es ist immer schön, dich zu sehen, Bruder. Ja, das ist auch meine Definition. Wie bist du hier gelandet, alter Ork? Ich war der beste Krieger meines Stammes. Eines Tages war ich auf Erkundung, als Menschen den Stamm angriffen. Sie töteten sie oder nahmen sie gefangen. Ich folgte ihnen und bekam meine Rache. Aber jene des Stammes, die noch am Leben waren, wollten lieber sterben, als in die Sklaverei zu gehen. Es gab niemanden mehr zu retten. Ich wollte Vergeltung an dem üben, der das Massaker befohlen hat. Deshalb kam ich her. Und als ich meine Rache bekam, bemerkte ich, dass es sonst nichts mehr gab. Dann traf ich Monkey, ein guter Kerl für einen Quas. Er schlug mir vor, mich seiner Gruppe anzuschließen und sagte, ich würde eine Familie finden. Er hatte recht. Aber ich gab nie die Geheimnisse meines Stammes preis, bis du kamst. Ja, das finde ich echt nett. Krieg ich noch Items? Du brauchst mich. Ich hab den letzten umgehauen. Gib mir was. Nicht. Monkey vielleicht. Ja, ich hab ihn umgehauen. Hallo. Hi, Kumpel. Hey. Nicht? Keine Lust? Geh ich wieder. Gut. Fuchs wird wahrscheinlich auch nichts für mich haben. Dann würde ich sagen, was das wohl für das Zeug, was wir im Lager der Schwarzen Hand tun konnten. Wir werden dann zur Kapelle gehen und das machen wir aber in der nächsten Folge. Mein Name ist Gorthok, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte es auf jeden Fall und wir sehen uns dann demnächst wieder. Bis dahin und ciao, ciao.